Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Ruin Reserve. Mein Name ist Sunday, so die meisten von euch sollten mich so langsam kennen. Die ein oder anderen von euch wahrscheinlich aber auch nicht. Dementsprechend war das gar kein Problem. Link zu mir ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr wollt, könnt ihr abchecken. Wenn nicht, ist aber auch gar kein Problem. In dem heutigen Video selber zeigen wir euch die 8 glücklichsten Momente in Fortnite. Schaut dementsprechend auf jeden Fall das ganze Video an, da das Ganze auf jeden Fall ziemlich interessant ist. Bevor das Video jetzt komplett losgeht, haben wir noch ein kleines Placement für euch. Unter Placement verstehen die meisten hoffentlich Werbung. Solltet ihr das Ganze noch nicht wissen, dann ist das Ganze jetzt der Fall. Die Werbung selber wurde aber überlegt ausgewählt. Bei dieser Werbung geht es um Bongo. Für die Leute, die Bongo nicht kennen, Bongo ist ein sogenannter SMS-Wahrsager. Dieser kann euch so gut wie alles verraten. Seit neuestem weiß Bongo übrigens auch über Fortnite Bescheid. Das heißt, ihr könnt durch Bongo auf jeden Fall sehr viel lernen und vor allen Dingen auch herausfinden, was ihr bis jetzt alles ganz gut macht. Sollte euch das Ganze interessieren, dann sollte Bongo auf jeden Fall was Richtiges für euch sein. Wir verlosen übrigens mit Bongo zusammen einen 50-Euro-Gutschein. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einen 50-Euro-Gutschein zu gewinnen und diesen Gutschein selber kannst du dann sogar noch auswählen. Was du dann im Endeffekt damit machst, ob du dir danach damit V-Bucks holst, ist dann deine Sache. Ich denke mal, die meisten von euch werden dies tun. Um Bongo schreiben zu können, müsst ihr einfach nur das Wort Fortnite, euren vollen Namen und eure Stadt an eine hier eingeblendete Nummer schicken. Bongo sagt euch dann sofort, was Sache ist und gibt euch richtig viele Tipps. Bongo selber wird euch zwar nicht dabei helfen, den Sieg zu holen, aber ich denke auf jeden Fall, dass die Tipps euch sehr gut helfen werden. Ganz wichtig, und das solltet ihr euch merken, ist, dass die SMS 1,99 € kostet. Falls ihr also noch zu jung seid, dann fragt bitte vorher eure Eltern um Erlaubnis. Ich persönlich habe Bongo auch mal kontaktiert und habe dementsprechend auch sehr schnell meine Antworten bekommen. Ich blende euch jetzt davon mal ein Screenshot ein. Bongo hat mir geantwortet mit: Bongo weiß, dass du als Sunday so immer im Beast Mode bist. Deine Skills sind 93 zu 100. Das heißt, auf einer Skala von 0 bis 1 bin ich eine 93. Es wurde ebenfalls von Bongo bestätigt, dass ich eine Person aus der Luft gesniped habe. Dieser war übrigens im Flugzeug. Also das Ganze stimmt auf jeden Fall. Diejenigen, die übrigens meinen Stream verfolgen, wissen das wahrscheinlich auch. Bongo hat mir übrigens auch einen Tipp für das nächste Spiel gegeben und hat gemeint, dass ich garantiert gewinnen werde. Wenn das nicht vielversprechend ist, dann weiß ich auch nicht. Ansonsten, Freunde, hier noch ganz kurz die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen und einen 50-Euro-Gutschein für V-Bucks zu gewinnen, braucht ihr nur mal Bongo zu schreiben und mir einen Screenshot von eurer Nachricht auf Instagram senden. Unser Instagram-Name lautet Ruin Reserve. Also, falls ihr das mal austesten wollt, dann lasst mich das gerne auf jeden Fall mal wissen. Ich würde mich sehr interessieren, was ihr eigentlich für Tipps bekommen habt und vor allem, ob Bongo richtig war. Ansonsten legen wir jetzt los mit dem Video. Auf dem Platz 8 ist ein Clip von Albino Flamingo. Jeder von euch kennt den Moment, wenn man einfach so von einer Sniper gekillt wird. Ich meine, diese eine Situation. Man ist komplett super in der Runde. Man schafft einfach alles und... und aus dem Nichts kommt ein Sniper-Schuss. Also auf jeden Fall ziemlich schade. Der gute alte Albino Flamingo hat gerade ein 1v1 gespielt. Als er dann seine Emote benutzte, hat er clever die Kugel von der Sniper abgewehrt. Ob das Ganze wirklich genauso geplant war oder nicht, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ziemlich clever. Hier ist der Clip dazu. Auf dem Platz 7 befindet sich Mörder auf Birds. Sein Name ist auf jeden Fall ziemlich cool, wie ich finde. Spielt ja auch gar keine Rolle. Er selber hatte, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so viele Siege. Vor allem war er dort ein No-Skin. Ob das Ganze jetzt auch wirklich die Wahrheit ist oder nicht, kann man natürlich nicht sagen. Vielleicht hat er diesen ja auch extra ausgewählt. Wer weiß. Jedenfalls hat er auf jeden Fall ziemlich Glück in dieser Situation. Ihr werdet vor allem sehen, dass die Zone dort sehr viel Auge gemacht hat. Er selber hat in dieser Situation auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt. Vor allem, weil er nur noch ein HP hatte. Also ein ganzes Leben. Hier zum Clip, Freunde. Oh no, I screwed up. Oh, oh my God. Oh my God, dude. Oh, dude. Auf dem Platz 6 ist Sly Drexler. Er selber ist auch ein Streamer, der vor allen Dingen auch sehr bekannt auf Twitch ist. Im Clip hat er und sein Kollege zusammen Duos gespielt. Das kann man sehr schnell erkennen. Sly Drexler war sehr kurz davor zu sterben. Ist er aber nicht. Das Ganze lag daran, dass ein Camper sich im Gebüsch versteckt hat. Eine Sniperkugel, die eigentlich Sly Drexler treffen sollte, hat dann den Camper getroffen. Auf jeden Fall ziemlich lucky, Freunde. Hier ist der Clip dazu. He sees us. Fuck, there was a guy in that bush. There was a guy in the bush. No. Dude, he saved my life, dude. Kommen wir zu Platz 5. Auf dem Platz 5 ist auch ein sehr, sehr interessanter Clip. Dieser ist vor allem von CDN. Übrigens gibt es sehr, sehr coole Clips von CDN, vor allem, weil er schon seit Anfang an Fortnite spielt. Ich denke, ich brauche euch bei diesem Clip nicht viel zu erklären. Er erklärt sich auf jeden Fall von alleine. Hier ist der Clip, Freunde. I'm rocking riding you. Ready? On 3? 1, 2, and 3. And good luck. Alright. And good luck. Okay. Oh, and I'm down. And that's a glitch. That's actually a glitch in the game. Auf dem Platz hier befindet sich der längste No-Scope der Welt. Naja,
In Anführungszeichen der Welt, weil ich das Ganze nicht so ganz bezeugen kann. Ich habe irgendwie den Zweifel, dass irgendein Mensch da draußen es irgendwie schon weiter geschafft hat. Wobei es ziemlich unrealistisch ist. Auf jeden Fall hat ein No-Skin ganz normal Fortnite gespielt und plötzlich aus der Entfernung von über 4000 Metern einen No-Scope getroffen. Auf jeden Fall ziemlich krank. Bei diesem Clip kann man tatsächlich mal sagen, dass er die Ehre des Gegners genommen hat. Viel Spaß mit dem Clip. Auf dem Platz 3 ist ein sehr kleiner YouTuber namens Kogok. Er selber hat Fortnite gespielt und das Gameplay ist ebenfalls auch schon etwas älter. Wenn ich sage älter, dann meine ich hiermit 2017. Ich finde es immer wieder cool, alte Fortnite-Videos zu schauen, vor allem weil es mich sehr an die alte Zeit erinnert. Jedenfalls trifft der Spieler einfach aus dem Nix jemanden mit dem Kürbiswerfer. Und damit gewinnen sie die ganze Runde. Auf jeden Fall sehr cool. Hier ist der Clip dazu. How'd you do it, Mom? We all could see. A little bit of sadness in me. Hey, I see him. Look at him. Look at him over there. Hey, don't shoot him, bro. Don't shoot him. Let him chill. Let him chill. Let him think he's safe. Randy? I mean, Jackson, I have an idea. Do not shoot at him. You might have to take this dub. Ready? I'm sorry, Jackson! What the... Hey, do you have one of these, Jackson? Do you have one of these? Wait. Whoa, what the... We gotta go higher. Are you up here with me? Where's he at? He's, like 60 or 30. He's, like, right under us at this point. Yeah, I see him. I see him. Alright, ready? Hang on. Jax, I'm gonna jump. Hang on, let me injure him a little bit. Nah, I missed. Alright. Oh my god! Auf dem Platz 2 ist Ninja. Ich denke, die meisten von euch kennen Ninja. Ich brauche jetzt nicht viel zu sagen, außer dass er sehr korrekt ist und einer der größten Streamer der Welt ist. Jedenfalls gibt er in diesem Clip einen No-Scope aus einer sehr großen Entfernung, vor allen Dingen im Sturm. Auf jeden Fall ein sehr cooler Clip. Hier ist der Clip dazu, Freunde. Auf dem Platz 1 ist ein YouTuber namens FatBXL. Dieser Dude hat es tatsächlich geschafft, 3 Lamas in einer Runde zu finden. Auf jeden Fall auch ziemlich krass. Falls ihr das auch geschafft habt, dann ladet das auf jeden Fall auf YouTube hoch. Wie auch immer, Freunde, hier ist der Clip dazu. Another one. And another one. So, Freunde, ich bin am Ende des Videos angelangt. Ich würde mich sehr freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Sollte dies der Fall sein, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst. Sollte dir das Video gar nicht gefallen haben, dann denk bitte daran, dass ihr eine Kritik hinterlässt, sodass wir das Ganze verbessern können. Ansonsten möchte ich mich nochmal bei jedem bedanken, der auch meinen Kanal abonniert hat, der ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt ist. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal, euer FunDayZo, peace out.